Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Ich stehe jetzt da vorm Haus heraus, weil ich habe einen tollen Neuzugang an Maschinen heute erworben. Und zwar ist es ein wunderschön kann man jetzt nicht mehr sagen, aber es ist ein Agri-Kompressor, Zweizylinder mit 400 Liter Kessel, über 1000 Liter Lieferleistung pro Minute. Und ich habe den jetzt in Werberg habe ich den jetzt erstanden. Ist ein super Gerät, den werde ich neu aufbauen. Und wenn ihr interessiert seid an dem Gerät, dann bleibt es dran. In den nächsten paar Wochen und Monaten kommen super tolle, spannende Videos raus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Ein toller Neuzugang. Ein Agri-Kompressor von 1957, zwei Zylinder. 400 Liter Kessel. Der Kessel ist super, der ist dicht. Er ist außen ein bisschen rostig, ist aber innen super beieinander. Seid ihr dieser Zweizylinder? Der Riesenluftfilter hat gut 20 cm Durchmesser. Müsst ihr euch einmal das tolle Riesenradio schauen, was ihn antreibt. Sicher 60 bis 70 cm Durchmesser. Ein Traumgerät. Da die Entlüftung bzw. die Entwässerung vom Kondenswasser. Ja, in den werden wir in den nächsten paar Wochen aufbauen. Und ich freue mich, wenn du dabei bleibst, gibt es ein paar tolle Videos. Ich hoffe, ihr seid neugierig auf das neue Video. Wenn wir den ganzen Kompressor dann runterdrehen, das Lego fangen, herrichten, komplett neu aufbauen und zu der gesamten Kompressoranlage, was ich schon im Haus habe, integrieren. Es ist so, ich habe mir die ganze Garage so hergerichtet, dass ich komplette Fahrzeuge in der Garage sandsteuern kann. Mit Absaugung, mit Frischluftzufuhr und. Und es ist so, ich habe jetzt dann zwei Kompressor habe ich jetzt da. Es kommt noch ein dritter, der kommt aus Niederösterreich. Das ist dann ein Dreizylinder, bringt auch rund 1200 Liter Luft in der Minute. Weil wenn ich beim Sandsteuern bin, bei meinem Käfer, bei meinen ganzen Oldtimer-Projekten und, da möchte ich schon eine richtige geile Power haben und dass da etwas weitergeht. Ich hoffe gerade, dass ich am Ende nachher noch ein bisschen einen Käfer da habe, weil wenn ich halt 3-4.000 Liter Luft in der Minute habe, nachher hoffe ich, dass vom Käfer noch was übrig bleibt. Spaß beiseite. Ich freue mich schon irrsinnig auf Samstag, wenn ich mit ein paar Idioten oder ein paar Eseln, die was sie mit mir als Kreuz kaputt machen wollen, wenn wir die Navi tragen wollen, dann freue ich mich schon richtig drauf. Und jetzt muss ich gerade noch ein paar Esel finden lassen, dass wir noch wieder tragen. In dem Sinne, schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.